Wir kennen dieses Bild, die Autos wedeln ein bisschen hin und her, Klaus Niedzwitz. Das macht man, um die Reifen anzuwärmen. Reden wir vielleicht mal kurz über die Reifen, die hier sicherlich ein Thema sein werden, auch bei den hohen Temperaturen, die hier herrschen. Welche Reifentemperaturen sollten optimal erreicht sein, damit der Grip da ist? Ja, optimale Reifentemperaturen erreicht man natürlich nur in den ersten Rennrunden oder nach einigen Rennrunden, die Nase vorn zu behalten. Man kann hier sehr schlecht nur überholen. Ja, das. Ja, und jetzt geht, glaube ich, die Post ab. Jawohl, freigegeben. Alle gut weggekommen. Die Autos springen sehr stark über die Bodenwellen. Ich glaube, der Bob Wolleck wird die Nase vorn haben. Er hat die Innenbahn, die ist hier in der Kehre die richtige Linie. Hat seinen Startplatz also genutzt. Ja, hier gibt es immer viel Gedränge, wie man sieht. Man berührt sich auch. Eieiei, das kann natürlich schnell einen Karosserieschaden geben. Ja, Wolleck vor Dauer. Dann Jelinski, dann Andretti, Van der Merwe. Da haben wir schon die Anwärter auf vordere Plätze hier beieinander. Scheinbar alle gut weggekommen. Ja, immer sehr viel Hektik so in den ersten Runden. Man ist noch motiviert, man hat auch noch alle Kraft. Und da versucht man auch natürlich möglichst viele Plätze gut zu machen. Wolleck lässt natürlich mächtig brennen. Ja, er hat gestern wohl noch mal das Auto komplett umbauen lassen. Er war nicht sehr zufrieden nach den Qualifikationsrennen mit dem Handling seines Autos. Es springt immer noch, wie Sie sehen, es versetzt. Mal sehen, ob er jetzt besser damit zurechtkommt. Ja, die Rundenzeiten liegen im Moment, das sollte man auch mal sagen, bei 52. Also nicht so ganz schnell, die Autos sind voll betankt. Ja, sie sind jetzt schwer. 900 Kilo wiegt so ein Auto. Was darf man etwa an Leistung erwarten, Klaus Niedzwitz, jetzt unter Rennbedingungen? Ja, 700 PS sind sicherlich angesagt. Wobei einige Autos nicht mit der neuesten Motronik, Elektronik ausgestattet sind. Zum Beispiel das Auto von Walter Lechner. Das fährt noch mit dieser besagten 1.2. Die anderen Autos haben die 1.7 Bosch Elektronik, die sehr spritsparend zu fahren ist. Aber Jochen Dauer hält sehr gut mit. Ja, das war das Bild, das wir gestern auch schon in der Qualifikation sahen. Der Nürnberger hochmotiviert hier vor eigenem Publikum. Und er ist ja ein Kämpfer. Er ist ein Kämpfertyp, der nicht aufgibt. Und wenn er ein gutes Auto hat, dann ist er durchaus in der Lage, auch einem Mann wie Bob Wolleck Sorgen zu machen. Ja, und wenn seine Tick-Tack oder Taktik aufgeht, wie er es vorhin so schön formuliert hat, dann passt es vielleicht. Ich hoffe, dass er dieses Tempo mitgeht oder mitgehen kann. Denn Bob Wolleck forciert im Moment sehr stark. Aber das ist auch ein bisschen Taktik, um sich abzusetzen. Aber entscheidend wird sicherlich auch sein, welche Reifenmischungen die einzelnen Fahrer gewählt haben. Denn die Temperaturen beim Training waren also nicht identisch mit denen heute beim Rennen. Sodass man so ein bisschen im Dunkeln tappt. Und der Fahrer hat also die Aufgabe, sich mal jetzt so da hineinzufühlen. Wenn der Grip nachlässt, also die Haftung nachlässt, dann muss man das Tempo ein bisschen verlangsamen. Und wenn man dann eine härtere Mischung gewählt hat, da gab es einen leichten Verbremser. Das Heck ist beim Bremsen ein bisschen ausgebrochen. Und wie Sie sehen, das kostet sofort 20, 30, 50 Meter. Und das zeigt einfach, hier darf man sich keinen Fehler erlauben. Dann verliert man sofort den Anschluss. Oh, und da sehen wir Walter Lechner, der sich dieses Rennen sicherlich ganz anders vorgestellt hat, als es hier an der Box zu beenden. Er ist ausgestiegen aus dem Auto, ich nehme an. Es ist das Aus für den Walter Lechner. Ja, wir sind schon beim Walter Lechner. Walter Lechner, es ist zwar ein Irrenkrach hier, aber vielleicht verstehen wir ja noch alles. Walter Lechner, was war denn los? Wollten, haben die es nur in der Hitze nicht mehr ausgehalten oder war ein ernster Konflikt? Eigentlich locker, wir waren sehr gut vorbereitet auf das Rennen, haben uns auch sehr viel vorgenommen. Im Grunde genommen habe ich schon jemand gefahren. Was passiert ist, ist der Verteiler gebrochen. Und der hat keine Kraftübertragung mehr hergestellt. Also im Grunde genommen, aufgrund der Erschütterungen hier auf dem Nordrhein-Ring werden die Fahrzeuge schon sehr stark in Anspruch genommen. Und das ist natürlich klar, dass die Vibrationen gewisse technische Teile angreifen. Und ich habe eigentlich gedacht, der Halbachsen, ich habe es bei der Kraftübertragung. Aber es ist der Verteilerfinger, ist eigentlich ein ganz preiswerter Schaden. Ja, Bob Wolleck jetzt weiter auf dem Vormarsch. Ja, hier sieht man also bildschön, wie eng es hier zugeht. Oh ja, da kriegt ja Karl-Heinz Becker so richtig einen mit, vom Walter Maurer, wenn ich das richtig erkannt habe. Ja, die beiden Privatfahrer hautnah beieinander, wortwörtlich. Das kommt mal vor, aber hier ist ja nichts weiteres passiert. Wie gesagt, hier gerade eine Ölpfanne,
Das sind so kleine Hilfsmittel für uns Fahrer, um uns anzuzeigen, dass irgendwo Probleme, dass es Probleme gibt auf der Strecke, zum Beispiel Öl oder irgendwelche Fremdteile. Dann darf man an dieser Stelle nicht überholen. Und die Helfer müssen schon flink sein, um dieses Öl dann abzuschäumen. Ja, erster Platz für Frank Jelinski, die Reinhard Jöstbock, natürlich jetzt im Freudentaumel. Nach dem Ausfall von Bob Wollek hat es dann endlich doch geklappt und es zeigt sich einfach, man muss 2, 3 oder sogar 4 Autos einsetzen, um hier am Nürburgring auf dieser sehr harten, sicherlich einer der härtesten Rennstrecken der Welt, eine Chance zu haben. Überschwemmen Sie uns nicht, dass Sie hier, denn wir müssen tschüss, Fahrradfahren, sonst sehen Sie uns leider, dass wir hier mit dem Himmel gemacht haben.